Lockvogel Caro beim Einkauf. Kondome. Die kann man immer gebrauchen. Könnte ihr Besuch kommen. Ein bisschen peinlich ist es aber schon. Die Dinger sind halt nicht bio. Vielleicht hilft er ja. Ich habe ein, zwei Produkte dabei, die, das ist mir unangenehm, die an der Kasse zu bezahlen. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie das für mich übernehmen würden. Würden Sie das machen? Ich gebe Ihnen auch das Geld dafür, das wäre jetzt nicht das Problem. Ja? Ja. Ja? Sie sind ein Engel. Danke. Ich warte dann draußen, okay? Ja, ja? Machen wir so. Danke. Tag. Tag, Steffi. Die kenne ich, die gehört zu uns. Hallo. Das sieht doch gut aus. Käse, Gemüse, das Magazin. Nee, das Magazin erstmal nicht. Wie viel Zeit hat er noch? Eine Sekunde. Ui, das ist nicht viel. Dann jetzt doch das Magazin. Ach, das ist auch gut, wenn man so antibakterielles Zeug in der Toilette hat, ne? Das ist immer wichtig. Und Sie haben, oh, Sie haben Haustiere. Katzen. Ja, wie viele? Drei. Drei Katzen. Na, kein Wunder, haben Sie so viel für die Katzen zum Essen, ne? Alles für die Katz. Alles für die Katz. Oh, die Penthouse. Aha, da ist er, der alleinerziehende Papa. Ja, ich verstehe schon. Nee, die ist auch für die Katzen. Also für den Kater. So, hier stimmt nur leider, der Preis stimmt nicht überein mit dem, was draufsteht. Jetzt nicht die Tina, was kosten die Kondome-Nummer, bitte? Frau Günther, bitte, ich bräuchte einmal den Preis für das Penthouse-Magazin von Februar 2020, bitte. Kasse 7, bitte. Sie haben ja gar keine Telefone mehr, weil Sie das ausrufen. Es ist so lustig, also braucht Ihnen ja auch nicht peinlich sein. Also. Nee, mir ist es nicht peinlich, ich habe andere Sachen schon erlebt. Ja, das war jetzt aber der Volltreffer, weil jetzt, das ist lustig. Ja, darum machen wir auch weiter. Das ist aber eine ganz schön große Packung Kondome, ist das, ne? Ich habe viel vor. Sie haben viel vor? Und für wen ist die Hämorrhoidensalbe? Für mich. Die ist für Sie. Oh. Da ist ordentlich was los. Unsere Tina heißt Herr Günther. Herr Günther, bitte eine Preisabfrage, Kasse 7. Einmal eine Kondompackung, 100 Kondome extra large. Eine Preisabfrage für Kasse 7, bitte. Wer braucht hier den Preis für Kondome? Die zwei dann, bitte. Das sind einmal. Ja, ihr braucht noch Preis. Das sind die großen. Die XL. Genau. Okay. Oh mein Gott. Brauch hier nicht peinlich sein. Ah, und kannst du mir einmal noch den Preis für Hämorrhoidenzäpfchen? Ja, danke. Okay, klar. Ist nicht schlimm. Muss ich nicht peinlich sein. Nee, mir ist nicht peinlich. Außerdem sind die Kondome ja für die Tochter, ne? Was ist das? Läuse-Shampoo? Ja, haben Sie Läuse oder was? Nicht. Oh, wollen Sie das verschenken? Nein, ich soll das mitbringen für jemanden. Sie haben Läuse? Das steht aber hier. Bei Läusen bin ich ja sehr. Ja, das ist schon eklig. Darf ich das mal so ein Stück zurückschieben? Ja? Nee, brauchen Sie nicht. Warten Sie mal, das geht irgendwie. Geht das nicht? Moment, einmal kurz. Frau Günther, bitte einmal zu Kasse 7. Ich bräuchte einmal den Preis für das Läusemittel. Das geht nicht. Ich mache noch mal kurz eine Durchsage. Nicht, brauchen Sie nicht. Das haben Sie doch nur alle gehört, ne, oder? Es kommt ja keiner. Ich mache noch mal kurz eine Durchsage. Frau Günther, bitte einmal an die Kasse 7. Hier steht ein Herr mit weißen Haaren, der Läusemittel haben möchte. Ich bräuchte einmal bitte den Preis. Dankeschön. Wie ist das? Man lässt das einwirken und kämmt das dann raus? Oder wie funktioniert das? Reichen Sie ab. Aber darf ich Ihnen kurz noch vorher was sagen? Ich weiß, dass das Läusemittel nicht für Sie ist. Ja. Wissen Sie, für wen das ist? Nee. Das Läusemittel ist für Guido Kanz. Aus der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen. Kommen Sie mal her. Das ist okay. Ja.
Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!